Hey, da seht ihr, Jonas. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Romain. Und auf dieser Platz stelle ich immer verschiedene Instrumente aus der Musikwelt vor. Du interessierst dich für die Geschichte von einem Instrument, willst wissen, wie es funktioniert und natürlich auch, wie es klingt. Da warst du rein. Genau richtig. Neben den Blasinstrumenten, das habe ich dir schon einmal erklärt, wo ich für einen Ton rauszukriegen muss, Luft durch mein Lips blasen, gehen da auch Instrumente, auf die muss ich schlagen, für einen Klang zu produzieren. Bei denen Instrumenten von Haut brauche ich wieder meine Luft nach meinem Mund, weil da sind die zwei Hände das Allerwichtigste. Und ich meine, da wisst ihr auch schon, um welchen Instrument es Haut geht, nämlich um Perkussion. An der Familie von der Perkussion gibt es ganz viele verschiedene Instrumente. Und die klingen auch alle gut ganz verschieden. Da haben wir zum Beispiel so einen kleinen Tromm oder einen Decktromm, ne, für einen Marsch zu marschieren. Von denen aber auch ein Pauk, besonders am klassischen Orchester. Oder aber Batterie, ne, da kann ich so an einer Rockband mitspielen. Spielen. Geht aber auch ein Xylophon, da kann ich dann so ganz Melodien spielen. All diese Instrumente, die erklärt ich nur mein Kollege der Christian. Als ein Schüler, die weiß nicht, wie sie klingen. Wat as Perkussion. Eng Trommel as een von den edelsten Instrumenten von der Welt. Sie as an all Ländern, an all Kulturen, an verschiedene Arten und Weisen zu fangen. Sie gitt an sie as noch oft für Kommunikation oder traditionelle Rituale benutzt gehen. Bei Eis ist sie oft an der Militär- oder an der Marschmusik zu hören. Oft könnt sie am Orchester viel. Eng Trommel als einen runden Kessel, meistens aus Holz oder Metall, an ob den zwei Seiten als ein Fell. Ob das überste Fell gibt geschloh und ob das Fell önnen, sind Metalldrähte gespannt und die produzieren den typischen Klang von enger Klängentrommel, auch Snare Drum genannt. Gespielt geht den Klingtrommel mit Bängeln aus Holz. Wie sie klingt, können da lo gucken an Lauschter. Bei einem nächsten Instrument kann er noch ob ganz vielen Trommeln spielen. Es handelt sich lo um die Pauke. Die Pauke hat einen Kessel aus Kupfer und besitzt nömen Engfell. Den Unterschied zu den anderen Trommeln ist, dass man bei der Pauke verschiedene Tänen genau erstellen kann. Dafür hat man ein Pedal. Man kennt also auch ein Klangmelodietrop spielen. Gespielt gehen Pauken mit speziellen Filz- oder Holzschlägeln. Meistens findest du Pauken am großen Orchester. An ganz vielen Werken von Mozart oder Beethoven kannst du Pauke lauschen. Meisten, wenn sie Perkussion hören, kennen das do. Eng Batterie, Schlagzeug oder Drumset. Eng Batterie ist eine Kombination verschiedener Schlaginstrumente. Im Standardaufbau ist meistens 5 Trommeln und 3 Becken. Man spielt am Sitzen, man benutzt auch Stöcken oder Besen. Was hier anders ist wie bei den Pauken mit Klängen Trommel ist, man spielt auch Matte Face. Batterie oder Drumset kann ihr noch allein spielen, mehr viel besser als an einer Musik, Orchester oder an einer Band. An ganz vielen bekannten Stücken am Radio kannst du in Batterie lauschen. Wie das ganz klingt, kannst du hier vom Jan und vom Jane hören. Und
Und ich mache gerne Perkussion, weil wie ich klein war, habe ich auch schon immer gerne Rhythmus mitgemacht. Hallo, ich bin ein kleines Kind. Moin, ich bin Jamie Vormann und ich mache Perkussion, wofür mein Lieblingsinstrument Batterie ist. Batterie ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Trommeln. Sie kann sowohl als Solo-Instrument, mehr in einem Orchester oder einem Ensemble gespielt werden. Er klingt so. Die nächsten Instrumente sind nicht so bekannt. Es handelt sich um die sogenannten Mallets oder Stabspiele. Sie sind so aufgebaut wie ein Piano, und also eine Reihe von vielen Tänen. Die Placken sind aus Holz oder Metall. Sie gehen mit zwei oder sogar mit Feierbängeln gespielt, die meistens mit einem Holz- oder Wollkopf gebaut sind. Oft gehen sie an einem Orchester als Solo- oder Begleitstimme angesetzt. Das Xylophon. Xylophon besteht aus Holz, also die Placken sind aus Holz. Es hat einen Tonumfang von 3,5 Oktaven, klingt relativ hech und macht viel Spaß zu spielen. Wie das ausgesehen, kannst du nur gucken. Marimbaphon. Die Marimba stammt aus Afrika. Das Urinstrument heißt Balafon und kommt aus Guatemala. Die Placken sind auch aus Holz gemäht. Den Tonumfang, den ist mehr groß. Das geht bis zu 5 Oktaven. Anast als das Xylophon klingt in Marimba mehr Dave. Lina und Alex weisen dir da. Musik zu kennen. Ich steige schon zu meinem Lieblingsinstrument für, das ist die Marimba. Also die Marimba, die sieht das bisschen wie ein Piano, die digital Kinder die Weißtasten erkennen, und der Teil das bisschen die Schwarztasten. Und ja, man hört 5 Oktaven, also es gibt so eine Sorte von Marimba, ich nur La Marimba, weil ich halte beim La ab. Und ja, ich weiß nicht mal, wie klein ich bin, ich ganz stark viel von dem Tetris viel. Vibraphon. Das Vibraphon sieht genauso aus wie ein Xylophon oder Marimba. Es hat aber auch nömmen 3,5 Oktaven wie ein Xylophon. Nur lastet aus Holz, sondern aus Metall. Das Besondere an einem Vibraphon ist ein Klängenmotor, der Klängmetallscheiben an den Resonanzröhren dreht. Dadurch schwingt den Ton so schön. Wie schon gesagt, hast du Zusammenspielen und Fong der Chains am Musizieren. Du kannst Perkussionsinstrumente an einem Sinfonieorchester spielen, an einer Musik, einer Band
oder wie Hai an einem Ensemble spielen. Wie das geht, kannst du lo gucken. Viel Spaß! Das waren ja viele Instrumente, und die klingen nach alle Gute ganz verschieden. Los ist damit über Perkussionsinstrumente, und ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Mich ging es freuen, wenn ihr auch bei unserem nächsten Video über Musikinstrumente dabei wird. Also bis die nächste Kehr, und dann seht ihr euch eure Romane.